Die Mädels haben ein Experiment geplant. Es geht nicht! Mike, du kannst es gerne reinschneiden. Du hast uns durch sehr viel Scheiße in deinen Vlogs gejagt. Deswegen, du kriegst heute dein Payback. Und ich dachte mir, du kannst dich nicht um deinen Scheiß kümmern. Ich darf mich leider auch nicht um deinen Scheiß kümmern. Deswegen habe ich mir wen ausgesucht für dich, der sich um deinen Scheiß kümmern kann. Ich sage nur Celebrity Crush und Germany's Next Topmodel. Junggesellenabschied? Ja, ja, ich hab den Junggesellenabschied! Nein, muss ich mal Lenschen heiraten? Komm her! What the fuck is happening? Komm mal, du machst mir so Angst, weißt du? Ich weiß! Auch wenn du uns manchmal auf die Nerven gehst, man kriegt immer irgendwo dann ein Geschenk von dir, weißt du? Ja. Deswegen, ich habe auch ein Geschenk für dich dann heute vorbereitet. Ich will deine Rosette nicht. By the way, falls ihr euch wundert, warum das alles so all over the place ist, das hat Max organisiert und nicht ich. Entschuldigung, ich habe das richtig gut gestructured. Max, da war eine Wahrsagerin. Wheel of Fortune. Kann es sein, dass du oral sehr begabt bist? Was ist? Also ach so, kann es sein, dass du oral sehr begabt bist? Anscheinend gibt es jetzt noch eine große Partyüberraschung. Nein. Warum auch immer? Ich habe keinen Junggesellenabschied. Doch, doch hast du. Doch. Geh einfach. Der okay, eine. 3, 2, 1. Du schaffst es nicht, selbst eine Frau zu finden, deswegen mussten wir jetzt ein haben wir das für dich erledigt. Ja. Gut. What the fuck? Genau. Was wieder beim Teddy? Ach, ich kann es nicht glauben, Mike kriegt eine Freundin. Meine Frau. Nein. Hab die Sarah Posch eingeladen. Es geht ins Finale. Und du bist dabei. Nein. Nein. Mach zu jetzt. Steck mir nicht den Penis in den Mund. Dann nimm die Augenbinde mal ab. Ladies and Gentlemen, meine neue Frau. Also meine Frau, ich hatte vorher keine. Warum wirst du rot? Werde ich rot? Nein. Ich auch nicht. Hast du jetzt echt Angst, dass du rot wirst? Ja. Wirst du rot, weil ich gesagt habe, dass du rot bist? Gleich spielen sie Flaschenwerfen. Oder gehen wir so raus und sehen so dickes Schild so, heute Bierflaschenwerfen. Okay. Was ist effektiver, wenn man Gewicht verlieren will? Hast du jetzt alle Knöpfe gedrückt? Michel! Ich habe gerade mit der Polizei telefoniert und ich verstecke mich gerade im Auto und habe zugesperrt, weil mich ein betrunkener Soldat verfolgt hat. Er meinte, er will nicht auf Videos sein, whatever, und ich habe eh gesagt, er wird nicht zu sehen sein. Und jetzt hat er uns verfolgt, meine Freunde wollen ihn aufhalten und ich glaube, da kommen sie gerade um die Ecke. Aber ich glaube, der Betrunkene ist nicht dabei. Wir hätten den jetzt fast gefetzt, no joke. Kommt rein, kommt ja, rein. Weil er wollte. Die Polizei kommt. Schnell rein. Die Polizei kommt nicht. Doch. Nein. Ich will sie angerufen. Echt? Ach. Warum? Ja, weil der... Warum? Warum? Da. Oh, der hat den Polizist geschafft. Ja, der ist richtig scharf. Oh, danke schön. Danke schön. Sorry, ciao, ciao. Boah, aber der Typ war schwach. Im Endeffekt hätte man nicht wissen können. Ja, schon. Wir werden hier fast umgebracht von einem Soldaten. Die Polizei kommt und das Einzige, was du denkst, der Polizist war scharf. Ja, finde ich, war sehr deeskalierend. Ja, ich mein, du warst deeskalierend. Du warst richtig gut. Ja. Ich war deexistierend. Der Vlog ist noch nicht vorbei, danach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert und die werden so einiges verpassen. Also seid Abonnent. Genau, das wollte ich damit sagen. Dankeschön. Ciao. One day or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. Komm schon. Nicht in Lisas Gesicht. Vorher. Kennst du meine Vlogs? Ja, ich kenne deine Vlogs. Also nicht alle, aber warum sagst du? Ja, ich kenne deine Vlogs. Hättest du je gedacht, dass du hier bist? Ja. Okay.